schön, dass ihr zum zweiten Teil hier reinschaut und wir beschäftigen uns wieder mit Pages. Wir starten jetzt unser Pages und ich möchte euch jetzt auch noch einen kleinen Tipp geben. Im ersten Teil habe ich ja gezeigt, wie man die Command- und Leertaste drücken kann und dann das Wort Pages eingeben kann. Wenn man es aber hier unten in diesem Dock hat, dann kann man es von da aus natürlich direkt starten. Möglicherweise ist es aber nicht bei euch im Dock und ich mache jetzt mal Folgendes. Ich schiebe es jetzt mal mit Absicht hier ganz nach oben in die oberste Bildschirmhälfte, dann verschwindet es auch bei mir unten aus diesem Dock, so nennt man unten diese Startleiste. Und jetzt wollen wir es da mal wieder reinkriegen und ich zeige euch, wie das geht. Wir geben also hier mit Command-Leertaste, rufen wir Spotlight auf, geben Pages ein und dieses Programmsymbol, was wir hier unter dem Top-Treffer haben, da halten wir jetzt die Maustaste gedrückt, ich kann das ja hier mal mit der Maus machen, und schieben das Programmsymbol hier unten dazwischen. Und ihr seht, die Symbole machen dann so Platz und dann kann ich es loslassen. Und dann habe ich Pages da unten in dieser Leiste wieder platziert. Also man kann aus dieser Spotlight-Suche Dinge da unten ins Dock ablegen. Ja, und dann kann ich es hier starten, mache ich jetzt mal. Und es öffnet sich hoffentlich bei euch im Ordner Dokumente. Falls es das nicht tut, könnt ihr das hier oben anwählen oder hier links in der Leiste. Und da müsste ja die Lektion 1 sein. Wenn ihr das alles so nachgemacht habt im ersten Teil, dann habt ihr genau das Dokument hier auch. Und das öffnen wir jetzt nochmal. Und jetzt beschäftigen wir uns nochmal mit einzelnen Funktionen. Ihr seht, dass wir ja jetzt hier eine Textverarbeitung haben. Und was kann man mit so Texten denn alles anstellen? Und das wollen wir uns mal anschauen anhand dieser Texte, die wir hier haben. Und ich klicke mal hier drauf. Und es gilt immer die Regel, das, was markiert ist, auf das kann ich Änderungen auswirken lassen. Ja? Also wenn ich jetzt nichts markiere, dann hat das an der Schreibposition auch keine Auswirkung. Wenn ihr also hier, nehme ich jetzt mal als Beispiel, diesen zweiten Absatz komplett markiert, dann ist dieser jetzt für die nachfolgenden Formatierungen ausgewählt. Und wir können uns mal hier diesen rechten Bereich anschauen, was wir dort alles finden. Also zunächst einmal, das hatten wir im ersten Teil, die Formatvorlagen sind hier oben. Dann haben wir hier so einen Registerreiter. So, und Achtung, ich vergrößere jetzt ein bisschen, damit ihr es hier besser sehen könnt auf eurem Bildschirm. Wir haben hier ein Register, da können wir verschiedene Sachen machen. Einmal können wir den Stil festlegen, das Layout und mehr. Gucken wir uns später an, was das alles bedeutet. Wir gehen jetzt erstmal die Sache von oben nach unten durch. Dann haben wir hier die Schriftarten. Also wenn wir hier draufklicken, kriegen wir eine Auswahl an Schriften, die auf unserem System installiert worden sind. Ich habe jetzt hier wieder dieses Helvetica ausgewählt. Noch ein Tipp zu diesen Schriften. Wenn man hier ist in dieser Liste, die ist ja unendlich lang und man weiß, man möchte jetzt eigentlich auf Tahoma gehen, also T, dann könnt ihr den Anfangsbuchstaben dieses Zeichensatzes einfach drücken. Also wenn ich jetzt ein T drücke, dann springt diese Liste, ich muss sie mal wieder verkleinern, hier unten direkt auf das erste T, was in dieser Schriftenliste vorkommt. Und in diesem Fall ist es diese Schrift Tahoma. Es gibt auch die Schrift Arial, da kann ich also A drücken. Jetzt springt er an die erste Stelle, wo die Schriften mit A anfangen. Da bin ich nicht ganz bei Arial, aber schon in der Nähe. Ihr seht, die ist hier die Schrift und da oben hat das ausgewählt. Wenn ich H drücke, bin ich bei den ersten Schriften, die mit H beginnen und relativ schnell eben bei dieser Helvetica-Schrift. Ich drücke jetzt T für Tahoma und wähle die wieder aus. Das war ja unsere ursprüngliche Schrift, die wir hier ausgewählt haben. Okay, die wird also hier angezeigt. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, Standardschrift zu wählen oder fette Schrift. Und manchmal findet ihr dort nicht alle Möglichkeiten. Also es gibt durchaus Schriften, die kann man nicht auf fett stellen oder auf kursiv. Das sehen wir hier nochmal. Wir haben hier nochmal die Schaltflächen B und I für kursiv und also schräg gestellt und B für Fettschrift. Wenn ihr euch nicht klar seid, was die Symbole bedeuten, dann lasst die Maus einfach mal auf diesem Symbol und dann seht ihr, dass da auch eine Erklärung kommt. Text in Fettschrift darstellen. Und hiermit kann ich es dann unterstreichen. Ich mache das mal. Ich gucke mal, dass wir den Text hier wieder sehen und versuche hier beides auf dem Bildschirm hinzukriegen. Und wenn wir jetzt hier auf U drücken, dann seht ihr, ist der Text unterstrichen. Und da kommen wir auch später noch zu, da ist wirklich der Text unterstrichen. Das hat nichts damit zu tun, wie man Linien zeichnet. Ich weiß, dass einige in der Textverarbeitung einfach Leerzeichen machen und dann unterstrichene Leerzeichen, also die Leerzeichen als Formatierung unterstreichen und damit Linien zeichnen. Das ist nicht wirklich eine Linie. Und da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen mit solchen Tricks. Da kann man richtig Ärger bekommen, wenn man später die Dokumente nochmal ändern möchte. Das fliegt einem meistens um die Ohren. Also das machen wir anders und das zeige ich euch gleich.
Ja, und dann gehen wir hier nochmal hin. Da können wir hier nochmal die Schriftgröße auswählen. Das hatten wir ja schon. Wenn ich hier hochklicke, kann ich die einzelnen Schriften anwählen. Ich kann aber auch hier direkt reinklicken und einen sogenannten Doppelklick machen. Dann wird die Zahl 13 komplett angewählt. Und ich kann zum Beispiel auch Schriften nehmen mit 220 Pixel Größe. Ja, dann habe ich diese riesen Schrift jetzt erzeugt. Und das geht also durchaus auch. Da könnt ihr beliebige Größen halt eingeben. Da wollen wir nicht. Und jetzt kommt noch eine weitere Funktion, eine Taste, die ihr euch merken sollt. Wie komme ich immer einen Schritt zurück? Gerade in der Textverarbeitung, wenn man Dinge formatiert hat und dann feststellt, die sind doch nicht so, wie man sie sich wünscht, dann möchte man diesen Schritt, den man gerade gemacht hat, rückgängig machen. Und das geht, indem man die Command-Taste drückt und Z, also diese Taste Z drückt. Ich mache das mal und dann seht ihr, hat er sich den letzten Schritt gemerkt. Das Tolle bei Mac ist, diese Tastenkombination funktioniert auch in allen Programmen und man kann sogar nochmal Command Z drücken, dann hat er sich den Schritt davor noch gemerkt und davor und davor und davor. Da gibt es so eine Historie, mit dem er sich das gemerkt hat. Ja? Okay, also wir sind jetzt erstmal wieder bei dieser 13er Schrift. Das haben wir hier gerade schon besprochen und hier haben wir so ein Zahnradsymbol und wenn ich hier mal draufklicke, ja, da kommt so richtig viel auf den Bildschirm. Hier kann ich nämlich tatsächlich noch mehr Einfluss auf die Schrift nehmen. Ich kann zum Beispiel hier den Zeichenabstand verändern. Wir schauen uns das mal hier an und dann seht ihr, dass zwischen den einzelnen Zeichen jetzt ja 17% Platz gemacht wird. Also damit kann ich Zeilen ein bisschen auseinanderdehnen, wieder zusammenbringen. Ja, ich kann jetzt auch hier wieder das zurückmachen auf 0. Da kann ich also tatsächlich den Abstand zwischen den Zeichen beeinflussen. Dann habe ich hier noch einen Schriftlinienversatz. Damit seht ihr, ihr seht jetzt die ausgewählte Fläche. Der Bereich, den die Zeile einnimmt, der wird größer. Ja? Das heißt, die danach folgenden Absätze, die werden entsprechend etwas verschoben. Das kann man schon mal gebrauchen, wenn man eben so ja, Abstände schaffen will und sagt, okay, wenn ich jetzt da so eine Eingabetaste drücke, der Zeilenumbruch, der ist mir ein bisschen zu groß, ich will da noch so ein Zwischending zwischen haben. Dann geht das hier mit. Ich drücke mal wieder Doppelklick und gebe hier 0 ein und drücke die Eingabetaste, habe es wieder rückgängig gemacht auf die 0. Dann gibt es hier noch einen Menüpunkt Schriftlinie, Standard, hochgestellt. Dann seht ihr das, jetzt wird die Schrift verkleinert und das Ganze innerhalb der Zeile hochgestellt. Genauso kann ich es auch tiefgestellt machen. Ja, tiefgestellt. Damit kann ich natürlich jetzt ein paar Tricks anwenden. Und wir erinnern uns jetzt nochmal, ich gehe jetzt wieder zurück, Command Z. Jetzt bin ich wieder auf dem Hochgestellten, Command Z. Auch das Hochgestellte ist wieder weg. Also in der Historie nach hinten gewandert. Alles, was ich gemacht habe, merkt sich das Programm. Und ich gehe jetzt mal hier wieder ein bisschen rein. Ich möchte euch nämlich mit dem Hochgestellt und dem Tiefgestellt was zeigen. Ich hatte ja erzählt, dass sich die Formatierungen immer auf den Bereich beziehen, den ich formatiert habe. Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel die Quadratmeterzahl schreiben will, da hat man ja eine hochgestellte 2. Und ich mache das mal. Ich schreibe jetzt hier mal M und dann hoch 2. So, und wie kriege ich das jetzt hin mit dem 2? Da drücke ich einfach diese 2 und die markiere ich jetzt hier, nur die 2 und gehe hier auf dieses Zahnrad in der Formatierung und sage, du bist eine hochgestellte 2. Und seht ihr, damit kriege ich diese hochgestellten Sachen hin. Deswegen ist es wichtig, dass man einfach weiß, nur das, was markiert ist, formatiert man. Alles andere ist davon nicht betroffen und damit kann ich mir natürlich hier Sachen rauspicken. Ich kann zum Beispiel auch hingehen und nur das A hier formatieren und nur das A größer stellen. Ja, ihr seht, auch solche Spielereien gehen und damit kann man natürlich, ja, einfach mit Schriften auch spielen. Ja, man muss ein bisschen aufpassen, weil die Absätze, ihr seht, das alles verschiebt sich ein bisschen, aber ganz nette Sachen kann man damit machen. Wir lassen das jetzt mal dabei. Und gehen hier nochmal in diese Zahnradfunktion rein. Vorher müssen wir uns natürlich nochmal was auswählen. Das machen wir jetzt. Ich wähle jetzt nur mal hier diesen Bereich aus. Den anderen lassen wir mal so stehen. Und ich gehe wieder auf das Zahnrad. Wir gucken uns nämlich noch ein paar andere Sachen an. Es geht zum Beispiel auch, dass ich hier bei Groß- und Kleinschreibung sage, ich möchte alles in Großbuchstaben haben. Dann wandelt er das hier komplett in Großbuchstaben um. Muss ich nicht extra neu tippen beispielsweise. Auch das benutzt man ja gerne, um vielleicht mal Überschriften zu gestalten und so weiter. Also ihr merkt, es heißt wirklich Textverarbeitung, weil ich Texte verarbeiten kann. Und ich muss sie natürlich erstmal geschrieben haben, um sie dann zu gestalten. Und das macht man eben in diesem Schritt, nachdem man etwas gestaltet hat. Ich mache wieder Command Z, um diesen Großschreibmodus wieder abzuschalten. Dann kann ich hier auf Kapitelchen klicken. Ja, und das ist jetzt zum Beispiel, ihr seht,
Die großgeschriebenen Buchstaben bleiben auch noch groß. Die kleingeschriebenen Buchstaben, die werden ein bisschen kleiner. Wir gucken uns das mal hier an. Ihr seht das hier so beim D. Ja, das D ist ein bisschen größer. Dann geht es trotzdem mit Großschrift weiter, aber eben so ein bisschen eingedrückt. Ja, das sind die sogenannten Kapitelchen, die man hiermit gestalten kann. Ja, und ich kann auch wieder Groß- und Kleinbuchstaben daraus machen. Aber aufpassen, jetzt seht ihr, was hier passiert ist. Er hat immer jedes Wort mit einem Großbuchstaben begonnen. Ja, also nicht so ganz sinnvoll. Deswegen wird jetzt immer viel Mist gebaut. Command-Z, wir sind bei den Kapitelchen. Command-Z, wir sind wieder bei unserem Text. Ihr merkt, wie wichtig Command-Z ist. Also einfach mal merken, diese Taste rettet quasi Leben, Formatierungen und andere Sachen. Also wirklich, manchmal ist sie sehr nützlich und gut, dass es die gibt. So, und dann haben wir hier sogenannte Ligaturen. Da muss ich jetzt erstmal gestehen, dass ich gar nicht weiß, was das ist. Also da passe ich, ja, das weiß ich nicht. Und das hat was mit, ja, keine Ahnung. Wir vergessen es mal. Es könnte sein, ich guck mal, ich meine, da was gelesen zu haben, wenn ich hier so ein G tippe. Ja, und dann versuche ich das jetzt mal hier, ich mache mal diese Geschichte weg und gehe hier mal drauf. Ich teste es nur mal, ja. Alle anwenden, nicht anwenden, Standard. Nein, ist es nicht. Und dann vergessen wir es auch. Ich verliere kein Wort drüber. Ich dachte was anderes, aber das ist es nicht. Und deswegen vergessen wir das einfach mal wirklich, was hier ist. Okay, dann gehen wir hier mal auf das A. Nur das A markiere ich. Und hier gehe ich jetzt wieder auf das Zahnrad. Und wir können jetzt hier zum Beispiel sagen, die Füllfarbe für das Zeichen wollen wir definieren. Ich gehe mal hier drauf und klicke mal so ein Rot an. Und jetzt habe ich hier eine Füllfarbe definiert und nichts passiert. Ich kann jetzt hier mal so auf Kontur noch klicken. Und durchgestrichen gibt es auch noch. Die Füllfarbe funktioniert hier nicht ganz. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es an der Schrift liegt. Wir gucken mal, wir machen hier was größer. Normalerweise dachte ich, wird die schwarze Schrift ja innenrot gemalt. Aber das scheint hier nicht so ganz zu klappen. Also das mag auch daran liegen, dass das mit manchen Zeichen halt nicht funktioniert. Das hat aber nichts mit der Füllfarbe oder der Schriftfarbe zu tun. Ja, das hier ist wirklich die Füllfarbe ist damit gemeint. Und ich kann es tatsächlich hier nicht abschalten. Also dann ignorieren wir es auch. Und bei diesen Farbfächern, wenn ihr die auswählt, da gibt es hier unten so eine durchgestrichene Farbe. Wenn ihr also gar keine Farbe haben wollt, dann klickt ihr immer hier drauf und dann ist das quasi ja ohne Farbinformation versehen, das Ganze. Ja, Kontur haben wir gerade gemacht. Wenn ich hier draufklicke, dann seht ihr, bekommt die Schrift so eine Kontur. Auch sehr nett, wenn man was formatieren will. Ja, ich kann auch einen Schatten definieren. Ja, jetzt bekommt sie hier so einen Schatten. Und beim Schatten müssen wir jetzt mal gucken. Da sehen wir schon, der Schatten ist ein bisschen komisch. Und wenn wir hier mal in diese Sache reingucken, da können wir eine ganze Menge einstellen zum Schatten. Wir können zum einen den Winkel einstellen. Ihr seht, da wandert gerade um diese Kontur von dem A der Schatten. Ja, ich schalte die Kontur jetzt nochmal ab und ich wähle den Schatten mal anders. Wir wählen jetzt hier mal, damit wir es sehen, ja, nur einen roten Schatten. Ja, und jetzt kann ich hier am Rädchen drehen mit gedrückter Maustaste und den Winkel dieses Schattens verändern. Ich kann auch hier den Versatz verändern, also in diesem Ding drücken. Dann beeinflusse ich den Abstand des Schattens, also wie weit der nach außen geht. Das sieht man jetzt hier. Ja, ich kann ihn ziemlich weit. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Das sieht nicht mehr nach Schatten aus, aber ich kann auch so grob darum legen. Und ich kann ihn weich zeichnen. Schaut mal hier, vielleicht kriegen wir es hier zusammen hin in der Vergrößerung. Schaut mal auf den roten Schatten, wie der jetzt so weich verschwommen gezeichnet wird. Ja, der kriegt so eine weiße Kontur und wenn ich da den Versatz mal auf 0 ändere, dann kann ich quasi den so leuchten lassen mit diesem Effekt. Also das ist dieser Weichzeichnungseffekt und ich kann hier auch die Deckkraft noch beeinflussen, kann zum Beispiel sagen, ja, nicht ganz so rot, 100% rot, sondern so ein bisschen durchscheinend, zum Beispiel nur 50% des Rotes. Seht ihr, dann kommt hier nur so ein leichtes Rot durch. Also die Schatten, da kann man ganz schön viel und tolle Sachen mitmachen. Und wenn man die dann eben hier so mal auf so einen Grauton setzt, dann kriegt man tatsächlich hier auch so einen kleinen Schatten hin. Ja gut, das war jetzt mit dem Grauton ein bisschen doof, weil wir haben ja eine schwarze Schrift gewählt. Also und dann diese Deckkraft runtergenommen. So und jetzt kriege ich hier so ein leichtes, ja, einen leichten Schatten halt reingesetzt. Sieht toll aus, wenn man es auch später mal ausdruckt und so. Also das sind tolle Möglichkeiten. Ich weiß, dass viele diese Schattenfunktion immer suchen und sie ist dummerweise eben nicht hier in diesen Menüpunkten zu finden. Also hier stört euch nicht an diesem Verbinden meiner Maus. Das ist irgendwie ein Fehler in diesem Yosemite-Update. Die geht ab und zu mal verloren. Man sucht den Schatten immer hier, ja, da wo man Fettschrift einstellt und Schrägschrift einstellt, da suchen auch viele den Schatten, aber er ist eben unter diesem Zahnrad hier versteckt. Ja?
Wenn ich wieder abschalte, ist auch alles wieder normal. Und jetzt kommen wir hier zu diesem Fächer. Das ist die Farbschriftfarbe. Wenn ich das hier alles mal formatiere und wähle jetzt hier eine Farbe aus, dann kriege ich hier so vorgefertigte Farben. Da kann ich zum Beispiel mal hier so ein Blau auswählen. Dann sind die alle in Blau. Ja, ich markiere die wieder und wähle eine andere Farbe aus. Und Apple gibt da so in Pages ein paar Farben vor, wenn man hier auf dieses Pfeilchen klickt. Ja, das sind die Farben. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr Farben. Und da könnt ihr hier auf dieses Farbrad klicken, also dieses Rädchen hier. Gucken wir nochmal die Schaltfläche uns genauer an. Hier haben wir so ein Pfeil. Wenn ich darauf klicke, dann kommt eben hier die Farbauswahl. Und wenn ich hier auf den Kreis klicke, dann geht ein separates Fenster auf, dieses hier nämlich. Und dort habe ich ja eine Möglichkeit, und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, mit Farben viel mehr rumzuspielen. Zum einen habe ich eben jetzt hier so, ja, ich hoffe, man kann es erkennen, so ein Farbenkreuz. Das ist die Farbe, in der ich gerade bin. Und das kann ich mit der Maus hier so verschieben und quasi mir hier so eine Farbe, ja, quasi malen, so abmischen. Ja. Mit der gedrückten Maustaste wähle ich hier einfach die Farbe an. Ich kann hier nochmal die Helligkeit dieser Farbe bestimmen. Ich kann also hier so ein dunkles Lila, dunkles Rot wählen oder ein sehr helles Rot. Ich kann auch die Deckkraft beeinflussen. Und dieses Fensterchen hier für die Farben, das findet ihr in vielen Programmen, weil das so eine Standardsache ist beim Mac. Ja, das ist die Farbauswahl und die ist im System drin. Und alle Programme, die was mit Farbauswahlen machen wollen, die können darauf zurückgreifen. Und diese Farbe, die ich hier definiert habe, dieses Rot, das sehe ich hier unten immer in diesem Viereck. Also wenn ich hier zum Beispiel das Lila wähle, dann seht ihr hier immer die aktuelle Farbe. Und die kann ich mir jetzt nehmen mit gedrückter Maustaste. Ihr seht, wir haben jetzt hier so ein kleines Viereck und schiebe mir die in eins dieser Fächer rein. Damit habe ich im Grunde genommen meine selbst abgemischte Farbe mir in so meinen persönlichen Fächer reingesetzt. Und das ist wichtig, wenn man zum Beispiel später verschiedene Formatierungen machen möchte. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier den nächsten Absatz nehme und nur diesen Bereich hier markiere, möchte genau das Lila von da oben haben. Da kann ich mir zwar das hier mit dem Farbwahlfilter wieder einstellen, aber da muss man sehr genau arbeiten. Dann hat man nachher Unterschiede in diesen lila Farbtönen. Und deswegen habe ich mir den jetzt hier definiert, klicke hier drauf. Und dann ist der eben auch genau in dem Lila wie das da oben. Ja, und deswegen ist wichtig, wenn ihr euch so Farben abmischt, dann könnt ihr die hier in eure eigenen Farbpaletten reinkopieren und habt dann quasi eure eigenen Farben in dem Dokument. Und man kann hier unten nochmal, vielleicht sieht man es, da ist so ein ganz kleines Pünktchen, wenn man hier weiter draufklickt, dann kann man das hier mit der Hand weiter aufziehen und dann seht ihr, da ist noch ordentlich Platz. Ihr könnt euch da wunderbar viele Farben definieren. Und das hat eben auch was mit der Planung von Dokumenten zu tun. Ja, welche Farben will ich einsetzen? Und damit es nicht nachher kunterbunt aussieht, und das ist es dann recht schnell, wenn man diese Farbtöne nicht trifft, kann man sich die hier quasi mischen. Ja, und den Farbton, den man haben will, den schiebt man sich einfach hier ins eins der Fächer, macht man sich noch einen schönen Gelbton, schiebt den da rein, noch einen, vielleicht so einen Türkiston und noch einen schönen Grünton und den legt man da rein. Und dann hat man die da quasi sich zusammengesetzt und kann darauf immer zurückgreifen. Ich mache das wieder zu. Und das war die Farbauswahl. Also, ihr könnt es kompliziert haben, dann klickt ihr auf den Kreis. Ihr könnt es einfach haben und mit den Farben arbeiten, die Apple vorgibt. Die sind ein bisschen langweilig, sind nicht so viele. Aber dann könnt ihr die eben hier auswählen. So, gehen wir mal weiter. Wir haben ja noch ein paar andere Sachen. Wir müssen allerdings wieder dafür ein bisschen Text hier auswählen. Und wir gehen jetzt hier auf die Zeichenstile. Und da sehen wir eben auch nochmal, was alles geht. Da gibt es so ein paar Sachen. Man kann es als Link darstellen, kursiv, hervorgehoben. Da bietet so jeder Schriftsatz, den man auswählt, unterschiedliche Sachen. Also auch da könnte man was auswählen. Viel spannender ist jetzt nochmal die Ausrichtung. Ja, also wo soll die Zeile hin ausgerichtet werden? Wir haben jetzt zurzeit eine linksbündige Ausrichtung, sehen wir auch hier. Wir können das aber auch zentriert ausrichten. Und das Zentrierte bezieht sich auf das Blatt Papier, auf dem ich arbeite. Auf dem wird das jetzt zentriert ausgerichtet. Ja? Oder ich kann es auch rechtsbündig machen, also an den rechten Rand das Ganze gegeben. Oder den sogenannten Blocksatz. Der macht allerdings jetzt hier keinen Sinn, weil der erst bei mehreren Zeilen funktioniert. Aber das ist der Zeitungsdruck, wo der linke und rechte Rand gleich ist. Der sieht manchmal nicht so ganz toll aus, weil damit das funktioniert, werden ja Leerzeichen aufgepumpt, größer gemacht und dann wirkt der Zeichensatz ein bisschen komisch, muss man ein bisschen aufpassen. Also das meiste ist natürlich linksbündig und wichtig ist, es richtet sich
an der Seite aus, an der A4-Seite, die ich jetzt gerade ausgewählt habe, da bezieht sich das drauf. So, dann gibt es manche von euch, die wollen so Einrückungen machen. Ich kenne das immer. Dann rückt man so mit Leerzeichen das Ganze ein. Ja, und dann geht man in die nächste Zeile, schreibt wieder irgendwas und fängt an, das auch mit dem Leerzeichen dahin zu packen. Und dann geht der Konflikt schon los. So richtig untereinander passt der ganze Kram nämlich nicht. Ja, also ihr seht das hier. Ich kann mich so entscheiden, noch ein Leerzeichen, dann ist es zu weit eingerückt, eins zu wenig, dann liegt es davor. Diese Einrückungen macht man so nicht. Mit Leerzeichen macht man die Einrückungen nicht, ja. Denn wenn ich jetzt hier hingehe und beispielsweise nur die Leerzeichen mal markiere und, sorry, ich springe hier gerade mit dem Zoom ein wenig, gehe nochmal ganz zurück. Also ich habe nur die Leerzeichen hier markiert und ändere jetzt die Schriftgröße, dann seht ihr, was passiert. Die Leerzeichen werden größer und die ganze Formatierung meiner Einrückung, die ist dahin. Das klappt so nicht, ja? Ist auch keine gute Idee, das so zu machen. Also, wir machen jetzt mal wirklich eine Auflistung und wir versuchen das jetzt mal hier über diese Funktion zu machen. Das ist nämlich den Einzug, den wir hier machen können. Und ihr seht schon, dann springt der Text so an bestimmte Stellen. Also, wir gehen nochmal ganz zurück und wir schreiben jetzt mal, das ist Zeile 1, das ist Zeile 2 und das ist Zeile 3. Und das ist die Zeile unter Zeile 3. Das habe ich jetzt einfach mal hingeschrieben und jetzt gehen wir an die Formatierung ran. Zunächst einmal, wir möchten, dass alle vier Zeilen, die ich hier habe, deswegen markiere ich gerade alle vier, generell schon mal eingerückt werden. Die sollen im Versatz zur Überschrift stehen. Deswegen drücke ich jetzt hier einmal auf diesen Einzug und damit habe ich schon mal alle Zeichen 1 rüberwandern lassen. Und nun gehe ich hin und wähle nur diese Zeile an und drücke hier um einen weiteren Einzug. Also nochmal auf den Knopf, dann habe ich zwei Einzüge. So, und damit habe ich diese ganze Geschichte hier strukturiert. Davor ist kein Leerzeichen, kein gar nichts. Das heißt, wenn ich das alles markiere, meine Schriftart ändere, zum Beispiel hier wieder Tahoma nehmen, ja, wo ist sie? Da, ja, das Kursive wegmache, jetzt meine Mausverbindung wieder weg, alles ändere, auch die Schrift größer mache, dann seht ihr, geht nichts kaputt. Die Zeilen stehen zwar nicht mehr ganz so eingerückt da, wie sie waren, aber sie sind immer noch nahtlos untereinander. Also mit diesem Einzug habe ich die perfekte Möglichkeit, Dinge untereinander eingerückt darzustellen. Und es gibt noch eine andere Möglichkeit. Es gibt nämlich noch die Möglichkeit, das machen wir jetzt mal hier, eine Auflistung zu machen. Und das erkennt Pages auch, wenn ihr also etwas schreibt, zum Beispiel erstens Videos schauen. Und jetzt drücke ich die Eingabetaste, dann kommt direkt, habt ihr es gesehen? Zweitens, er merkt nämlich, ich beginne so eine Aufzählung und er hat auch das Videos schauen eingerückt. Ich mache es nochmal rückgängig. So, jetzt sind wir wieder an der Stelle. Schaut mal, wo das V von den Videos steht. Und jetzt drücke ich die Eingabetaste und er hat es eingerückt. Er hat sogar die 3 Grad gemacht, weil da noch eine Leertaste ist. Auch da werden viele verrückt und sagen, ja, wieso habe ich jetzt eine 3? Ich wollte doch die 2 haben. Vorher war die 3 ja nicht da. Aber es liegt daran, dass hier immer Zeichen noch sind. Ich muss also wirklich an den Anfang der Zeile gehen. Und hier drunter darf nichts sein. Das kann ich mit der Pfeil-nach-unten-Taste mal überprüfen. Und dann drücke ich die Eingabetaste und dann kriege ich 2. Ja? So, und dann bewerten. Ja? Und drittens Kommentar abgeben. Und ihr merkt, ich habe diese Auflistung nun automatisch bekommen. Erstens, zweitens, drittens. Und wenn wir jetzt mal hier rechts reinschauen in das Menü, ups, jetzt springt mein Bildschirm wieder hier, unter Listen und Zeichen, da sehen wir, hat er die Auflistung nummeriert erkannt. Und wenn ich jetzt mal hingehe und das Ganze hier markiere, dann kann ich auch tatsächlich nur den Text markieren und nicht die Auflistung. Ihr seht, die 1 und die 2 lässt sich nicht markieren. Das ist so eine feste Einstellung. Das ist eben tatsächlich so eine Absatzformatierung. Und wir klicken jetzt mal hier drauf, diesen Pfeil nach unten. Und dann können wir hier sehr, sehr viel einstellen. Fast zu viel, aber wir gehen es trotzdem durch. Wir wollen ja hier ein bisschen eingehen. Zunächst einmal, ich gehe nochmal hier auf Listen und Zeichen, klicke auf den Pfeil und dann gucken wir mal, was wir alles machen können. Also, als Auflistung können wir zum Beispiel sagen, gar keine Auflistung, wähle ich hier oben ohne an. Wir können aber auch sagen, ich möchte einen Punkt oder einen großen Punkt oder ein Bild, ich möchte das alphabetisch haben,
Und das mache ich jetzt mal. Ich klicke mal auf alphabetisch und dann seht ihr A, B, C. Die Punkte werden also jetzt so aufgelistet. Ich gehe wieder hier rein, gehe nochmal drauf und sage, es sollen eigentlich nur Striche sein. Dann kriege ich hier Striche. Keine Zählung mit drin. Ich gehe nochmal drauf. Bild, sage ich mal. Dann kann ich hier tatsächlich ja, Pünktchen anwählen. Und wenn wir hier mal schauen, hier unten ist die Möglichkeit aktuelles Bild. Da kann ich noch ganz andere Bilder auswählen. Wenn man hier mal reinschaut, dann kann ich hier tatsächlich auch so grüne Strichchen machen. Und plötzlich kann ich diese Formatierung hier wunderschön verändern. Und ich habe sogar die Möglichkeit, ein eigenes Bild zu hinterlegen. Also wenn ich mir irgendwo selbst was gemalt habe, dann kann ich hier auf eigenes Bild klicken und das importieren und das verwenden. Also da habt ihr ja wunderschöne Gestaltungsmöglichkeiten. Da könnt ihr hier so Pinnchen nehmen beispielsweise und die da reinsetzen. Wir können auch sagen, wie groß diese Bilder sein sollen. Wir klicken mal hier drauf. Wir erhöhen jetzt mal einfach die Größe. Ich halte mal die Maustaste zurück. Ihr seht, der Pin wird immer größer bis 100%. Jetzt geht es darüber hinaus. Also das geht auch. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter weg will, dann klicke ich hier auf diese Einrückung, ja, und wähle 1 cm beispielsweise als Abstand zu dem Pin. Das ist natürlich ein sehr mächtiges Tool, dass ich eben hier meine ganzen Aufzählungen, Listen so gestalten kann. Also da muss man ein bisschen schauen. Da kann man eine ganze Menge toller Sachen machen. Und wie gesagt, man kann es hier als Bild, als Textzeichen, als Zahl generieren. Also ich kann auch jederzeit hier wieder zurück auf nummeriert gehen, dann ist das wieder so, wie es war. Hier kann ich dann auch die Zahlen beeinflussen, dass ich sage, okay, die Zahlen sollen in Rot da stehen, der Text wird davon nicht beeinflusst, nur die Aufzählung halt. Ja, und ich kann auch nochmal hier hingehen und sagen, die Nummerierung soll in Klammern stattfinden beispielsweise oder eben nur eine Klammer enthalten oder römische Zahlen enthalten. Alles das kann ich hier machen und ihr seht, da gibt es eine ganze Menge an Auflistungsfunktionen, wenn ich mich dafür entscheide. Ich gehe mal wieder auf 1, 2, 3 zurück. Dann gibt es noch eine abgestufte Nummerierung, da muss ich gerade auch passen, da weiß ich gar nicht, was das ist, aber ich glaube, da kann man sogar nochmal einrücken. Und ich kann auch sagen, die Auflistung beginnt nicht bei Zahl 1, sondern 3, 4, 5. Ja, das kann ich hier unten dann immer mit eingeben und hier quasi starten. Da könnte ich zum Beispiel auch bei 100 starten. Das ist auch kein Problem. Gebe ich hier die 100 ein und dann wird gezählt 100, 101, 102. Diese Auflistungsfunktion, die ist sehr mächtig und weil die so mächtig ist und so viele Funktionen bietet, hat Apple die weggeklappt. Ja, die haben gesagt, pass mal auf, wenn ein Anfänger das sieht, was da geht, dann wird der nie im Leben mit klarkommen. Ja, da geht so viel allein nur mit der Funktion, die klappen wir mal ein und deswegen gibt es hier so einen kleinen Pfeil. Das ist weggeklappt. Ja, da könnt ihr so standardmäßig sagen, ah, nummeriert oder alphabetisch, aber noch nicht Einfluss auf diese Sachen nehmen. Das müsst ihr dann hier mit dem Pfeilchen aufklappen, dann wird es komplexer. Und dann könnt ihr alles einstellen, was ihr da einstellen wollt. Wir können auch nochmal hier reingehen, denn hier ist auch so ein Pfeilchen. Wenn wir da mal drauf gucken, dann sieht man auch die Abstandsregeln lassen sich komplex gestalten. Da gibt es auch Menüs, ja, wo man sagen kann, also eine Linie, zwei Linien, 1,2 Linien habe ich jetzt zum Beispiel. Aber wenn man zum Beispiel so doppelzeilig schreiben will, dann gibt man hier die 2 ein. Dann kann ich die Punkte vor dem ersten Absatz bestimmen und dann vor dem zweiten und so weiter. Also da muss man ein bisschen aufpassen, da kann man sich ganz schön viel verstellen. Normalerweise schreibt man einzeilig, aber wer den Bedarf hat, zweizeilig zu schreiben, kann das darüber über diesen Abstand definieren. Müsst ihr mal ausprobieren, mit was ihr leben könnt und klarkommt. Auch hier nochmal ganz wichtig, immer diesen Teil markieren, auf den sich das Ganze beziehen soll. Und wir sind jetzt in diesem Textverarbeitungsmodus. Das heißt, immer wenn ich irgendwas machen möchte, muss ich vorher eben hier das auswählen. Dann kann ich hier sagen, ich möchte hier zum Beispiel eine nummerierte Aufzählung. Selbst das geht jetzt hier, seht ihr das? Obwohl ich das vorher nur eingerückt hat, hat er aus der Einrückung jetzt eben auch diese Formatierung gemacht. Aber eben nur in diesem Bereich. Und da könnte ich zum Beispiel hingehen und sagen, dieser Bereich soll alphabetisch sein, ja, und der andere soll dann wieder anders sein. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier abgestufte Nummerierung mache, dann sieht man das. Ja, seht ihr jetzt, wenn ich das anklicke, ich habe ja A, B, C und dann habe ich ja unter C noch einen Unterpunkt eingerückt und daraus macht er jetzt CA. Wenn ich jetzt das mal auf Zahlen ändere, ja, dann haben wir hier den Punkt 1, 2, 3 und dann 3.1. Ja, das ist damit gemeint mit abgestufte Nummerierung. Da gehe ich eben noch eine Ebene tiefer. Wenn ich jetzt hier ans Ende gehe und drücke die Eingabetaste, dann habe ich 3.2. Wenn ich jetzt aber hier in den Einzug gehe, hier oben den Einzug
eins tiefer mache, dann habe ich den nächsten Punkt, 3.1.1, noch ein Abzug, ja, dann geht er auf A1. Ja, das weiß ich nicht, warum das jetzt A1 ist, aber dann hört er, glaube ich, auf, dieses AAA. Da gibt es wahrscheinlich eine Regel, wofür diese Einrückungen sind. Ja, wenn ich jetzt hier auf der Ebene, ups, Enter drücke, beziehungsweise Eingabetaste drücke, passiert erstmal nichts. Ich glaube, ich muss hier erstmal einen Text eingeben, Test, und dann geht es hier weiter. Also ihr merkt, diese Einrückungsstufen, die ich hier gestalte, kann ich jetzt auch eine Ebene tiefer, dann habe ich Punkt 3, Punkt 2, tippe wieder was rein, ja, und dann rücke ich den ein und dann habe ich 3.2.1. So, da merkt man, diese kleine Funktion ist immens komplex und man kann hier wirklich gut mit arbeiten. Ihr müsst halt nur ein bisschen aufpassen, dass ihr euch im Grunde genommen über die Struktur, die ihr anlegen wollt, im Klaren seid. Und dann klappt das hier ganz gut. Ja, das sind nur mal hier der erste Menüpunkt, der Stil von Texten, wie wahnsinnig man den quasi beeinflussen kann, was man damit alles machen kann. Und wir wollen das Video nicht zu lang machen, weil dann wird es auch zu komplex. Heute konnten wir auch wenig machen, sodass ihr was nachmachen konntet. Ich habe euch einfach nur mal gezeigt, was wir hier so haben, damit ihr euch zurechtfindet. Wir gehen mal hier auf Layout, dann seht ihr, da geht noch mehr. Ja, da kommen wir auch noch zu. Das Layout ist auch noch sehr spannend. Und wenn wir auf Mehr klicken, dann geht da auch noch einiges, wobei das nicht ganz so spannend ist. Aber Layout wird nochmal spannend, machen wir im nächsten Absatz, im nächsten Kurs. Wir belassen es jetzt erstmal bei diesem Stil, denn der ist ja doch ganz schön komplex. Und man sieht, man kann eigentlich alles machen. Vielleicht noch was zur Philosophie. Pages ist erstmal vielleicht nicht ganz so einfach zu bedienen, weil vieles nicht da ist. Ja? Also Apple hat da eine andere Philosophie als Word unter Windows, wo natürlich die Menüs randvoll mit Funktionen sind. Da habt ihr aber als Anwender eher das Problem, wo sind denn die ganzen Funktionen? Sich da zurechtzufinden, ist eben auch sehr schwierig. Und Apple sagt, nee, also erstmal einfach starten, ihr könnt einen Text schreiben, ihr könnt auch was mitmachen, Farben ändern und so weiter. Aber wenn ihr komplexer einsteigen wollt, dann müsst ihr hier so ein paar Schalterchen drücken und dann können wir gerne mitmachen, dann wird es richtig komplex und dann kann das Programm einiges. Also damit will man den Einstieg erleichtern, aber viele, die sofort loslegen wollen und sagen so, meine Doktorarbeit will ich hier mitmachen, ich brauche sofort Einrückungen und wie geht das alles, die finden das erstmal nicht. Ja, weil das erstmal nicht der Ansatz ist, das darzustellen, sondern es geht eben langsam los und wer tiefer einsteigen will, der muss sich eben mit diesen Funktion, die ich gerade gezeigt habe, beschäftigen. Okay, also wir haben nur uns angeguckt, was die Textformatierung ist. Wir werden noch weiter in das Programm einsteigen. Ihr seht ja, unendlich viele Schaltflächen gibt es da oben noch. Die haben wir noch gar nicht bearbeitet und da können wir noch eine ganze Menge mitmachen. Also wenn ihr Lust habt, schaut euch den nächsten Kursteil an. Und mein Tipp noch, macht mal ganz viel. Ja, wenn ihr am Anfang jetzt vielleicht noch nicht so die Lust habt oder nicht wisst, welches Dokument ihr benutzt. Man lernt es, indem man einfach mal Dinge auch drückt und macht und guckt, was passiert. Also ihr könnt ja einfach mal ein paar Textzeilen schreiben und an dieser Formatierung mal ein bisschen rumklicken und mal schauen, was passiert da eigentlich, wie rückt er das ein. Und ich verspreche, später wird man das auch nicht auswendig im Kopf haben. Vieles, also hier zum Beispiel dieses Einrücksymbol, sagt mir irgendwann auch nichts mehr, dann muss ich das einfach klicken oder ich suche zum Beispiel immer wieder diese Schattenfunktion. Ich kann mir einfach nicht merken, dass die hier unter diesem Zahnrad versteckt ist. Ja? Also das sind so Sachen, wo man dann später auch immer einfach rumklickt und die Funktionen sucht. Aber je öfter man das benutzt, je besser funktioniert es. Das ist die Regel generell bei Computern. Wenn ihr also viel damit arbeitet, dann wird das auch immer toller gehen und ihr werdet sehen, ihr zaubert damit fantastische Dokumente. Ich werde euch wirklich zeigen, dass ihr mit Pages hervorragende Druckdokumente erzeugen könnt. Dafür braucht ihr normalerweise richtig teure Programme, auch was Grafikbearbeitung angeht und so weiter. Könnt ihr euch alles schenken, braucht ihr nicht. Mit Pages, was ihr kostenlos von Apple bekommt, könnt ihr richtig gute Sachen machen. Demnächst in Teil 3. Das war's. Tschüss.